Einstein an seine Tochter. Ende der 80er Jahre übergab Albert Einsteins Tochter Lisa einige Briefe ihres Vaters an die Harvard University unter der Bedingung, diese frühestens 20 Jahre nach ihrem Tod zu veröffentlichen. Dies ist einer davon. Nachdem ich die Relativitätstheorie veröffentlicht hatte, wollte mich fast niemand verstehen. Was ich nun der Menschheit offenbare, trifft wieder auf eine Welt voller Unverständnis und Vorurteilen. Bitte halte deshalb diesen Brief zurück, bis die Menschheit sich so weit entwickelt hat, dass alle verstehen, wovon ich rede. Es gibt viele Kräfte, die auf irgendetwas wirken, aber es gibt auch eine unglaublich starke Kraft, für die die Wissenschaft bisher noch keine Erklärung gefunden hat. Diese Kraft beeinflusst alles andere. Sie steht über allen Phänomenen des Universums. Und doch haben wir sie noch nicht verstanden. Diese Kraft ist die Liebe. Wissenschaftler haben diese stärkste, unsichtbare Kraft vergessen. Liebe ist das Licht, das die erhält, die sie geben und erhalten. Liebe ist fast wie die Schwerkraft, denn sie bringt die Menschen dazu, sich voneinander angezogen zu fühlen, wie zwei Magnete. Liebe ist die stärkste Kraft von allen, denn sie ist es, die verhindert, dass die Menschheit in ihrer blinden Selbstsucht zugrunde geht. Für die Liebe leben und sterben wir. Liebe ist unser Gott und Gott ist unsere Liebe. Diese Kraft erklärt alles und gibt unserem Leben einen Sinn. Es ist eine unscheinbare Kraft, die wir viel zu lange ignoriert haben. Vielleicht weil wir Angst vor ihr haben, dass sie die einzige Kraft im Universum ist, die sich nicht wissenschaftlich steuern lässt. Die Menschheit wird immer wieder versagen, wenn es darum geht, die Kräfte des Universums zu erforschen, zu nutzen und zu kontrollieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit einer anderen Energie nähren und neben der Wissenschaft die Liebe nicht vergessen. Wenn wir wollen, dass die Menschheit weiter überlebt, wenn wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und alles, was in ihr lebt, retten wollen, dann ist Liebe die einzige richtige Antwort. Vielleicht sind wir auch nach dieser Veröffentlichung noch nicht stark genug, um all den Hass, den Egoismus und die Gier zu zerstören, die unseren Planeten Stück für Stück vergiftet. Wenn wir lernen, diese universelle Energie in Form der Liebe zu geben und auch anzunehmen, meine liebe Lisa, werden wir feststellen, dass die Liebe alles überwinden kann. Denn die Liebe ist die wahre Essenz des Lebens. Bitte entschuldige, dass ich nie in der Lage war, meine Liebe direkt zu zeigen. Vielleicht ist es zu spät für eine Entschuldigung. Aber da die Zeit relativ ist,
kann ich dir auch jetzt noch sagen, dass ich dich liebe. Dank dir habe ich die letzte Antwort gefunden. Die Antwort des Lebens. In Liebe, dein Vater.